So, guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen am 29. Januar. Ich begrüße euch in den Live-Trading-Räumen der European Trading Academy. Und wirklich volatile Tage liegen hinter uns und wahrscheinlich auch vor uns. Und der Kampf der Bullen und Bären ist im vollen Gange. Das heißt, es geht da richtig zur Sache. Und das ist auch das, was für uns jetzt hier eigentlich entscheidend ist, wenn wir uns die Märkte anschauen, wenn wir hier die Analysen machen. Und ja, wir gehen vielleicht mal direkt in die Bewegung von gestern hinein. Erinnern uns, was hatten wir in unserem Marktkommentar gesagt? Wir hatten gesagt, es gibt ideale Verkaufszonen, wo der Markt nochmal hinkommen kann. Ich blende jetzt hier erstmal ein S&P ohne die Nachtsitzung ein. Und wir hatten in dem im gestrigen Kommentar einen Rücklauf hier in diese Zonen hier als ideal und die zweite Zone, die hier oben ist, dann als die zweite Zone und den Stoppkurs für alles hier oben gesehen. Der Rücklauf gestern war auf der einen Seite imposant, aber auf der anderen Seite auch vielsagend, weil wir sehen hier den Kampf Bullen und Bären. Also Bären übernehmen die Kontrolle, drücken den Markt nach unten. Markt kommt auf ein wichtiges Unterstützungsniveau, sehen wir gleich auf dem Daily Chart. Und natürlich hat er von hier die Chance zu gehen, geht in den Rebound. Dieser Rebound ist sehr, sehr kräftig, aber, und das ist das Wichtige, die Sitzung ist zweigeteilt. Und es entscheidet sehr häufig, wenn wir Sitzungen haben, entscheidet sehr, sehr häufig, wie schließen wir. Und wenn wir mal angucken, wo hat der Markt aufgemacht hier und dass wir fast hier an der Öffnung geschlossen haben, das nimmt schon wieder viel aus dieser Bullishness hinaus. Ich erinnere, dass wir gestern gesagt haben, der Markt ist erstmal short, solange wir kein neues Top machen. Und das bedeutet eben auch, ja, manchmal gibt es heftige Gegenbewegungen, aber letztendlich bleibt der Markt short gerichtet. Und wenn wir jetzt die Nachtsitzung mal mit einblenden, dann sehen wir, in der Nachtsitzung hat es schon weiter Bewegung gegeben und wir sind fast an die Tagestiefs von gestern, vorgestern herangerückt. Also da haben wir hier, oder gestern Morgen auch, haben wir natürlich eine kleine Unterstützung im Markt, aber generell sehen wir hier, oh, das ist Bereich, wenn der fällt, dann dürften die Bären hier weitere Kontrolle übernehmen. Jetzt gucken wir uns das Ganze auf dem Daily an. Auf dem Daily im ES sehen wir, das ist hier eine super Supportzone, deswegen auch die Käufe. Und solange diese Zone hält, gibt es noch eine Verteidigungslinie der Bullen. Solange diese Linie hält, kann diese Abwärtsbewegung ähnlich sein wie diese Abwärtsbewegung, wie diese scharfe Abwärtsbewegung und wie diese hier. Aber mit jedem sinkenden Kurs und mit jeder Unterschreitung von weiteren Tiefs steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier in eine größere Korrektur eintreten. Und ich möchte es mal so formulieren. Was auch passiert in den nächsten Wochen, wer auch gewinnt diesen Kampf, Bullen oder Bären, es wird danach eine erratische Kursbewegung kommen. Erratisch meine ich, dass selbst wenn die Bullen gewinnen, wir eine unglaubliche Aufwärtsbewegung sehen, weil das ist jetzt wirklich der absolute Test hier für den Markt, ob ja noch genug Power da ist, sozusagen nach oben zu gehen. Wir haben Unternehmensergebnisse gesehen, die okay waren, teilweise auch gut. Darauf hat der Markt erstmal nicht reagiert. Das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen. Nur wenn er sie verarbeitet hat und man nach vorne blickt und sagt, okay, Leute, es wird besser, wir kriegen weitere Firmen, die Impfstoffe produzieren, wir kommen allmählich vielleicht aus diesen ganzen Krisen heraus und dann haben wir dieses ganze Geld zur Verfügung. Das heißt, das kann auch einen mega bullischen Effekt auslösen. Nur, wie gesagt, was ist jetzt der Unterschied zwischen Raten und Spekulation? Spekulation bedeutet, dass wir vorbereitet sind auf eine explodierende Vola. Die kann nach oben wie nach unten gehen. Raten heißt, wir entscheiden uns jetzt hier für eine Richtung. Spekulation heißt, wir gucken, wo ist der Vorteil nach unserem System. Das heißt, wir haben ganz klare Indikatorensysteme, die wir verwenden. Also doppelter ATR-Tag zum Beispiel, fallende Hochs und Tiefs. Wir haben ein Setup, nach dem wir uns richten. Und dieses Setup sagt im Moment, okay, wir gehen davon aus, Bären haben die Kontrolle, solange wir dieses Top hier nicht überschreiten. Überschreiten wir dieses Top, werden die Bullen die unmittelbare Kontrolle übernehmen und dann wird es auch richtig nach oben zur Sache gehen. Aber das ist im Moment noch nicht der Fall. Und deshalb eben hier unsere ja durchaus bärische Einstellung erstmal hier für den Markt,
sage ich mal, sich eben aus dieser Technik herausgibt. Wir wollen gar nicht ausschließen, dass wir hier auch nochmal wieder einen Versuch an diesen Widerstand machen. Auch das kann heute sein. Heute ist Freitag, Optionsverfall. Also da kann einiges passieren. Aber wir haben, wie ich es gestern schon erwähnt hatte, diese Verrücktheiten bei der GameStop. Ich habe euch das erklärt, dass diese Short Squeezes nicht unendlich gehen und dass am Ende wahrscheinlich diejenigen draufzahlen, die hier die Aktie gekauft haben. Oder viele fühlen sich jetzt hier betrogen, weil einige Broker sie vom Handel aussetzen, weil ja, der Handel teilweise gestoppt wird. Leute, ganz ehrlich, wenn du in einen See springst, wo kein Wasser drin ist, dann erwarte nicht, dass du dir nicht wehtust. Und das ist es nämlich, wenn wir irgendwo reingehen, wo keine Liquidität ist, wo wir die Gefahr haben, dass Liquidität austrocknet. Das sind nicht die Märkte, die wir handeln wollen. Deswegen machen wir bei der Tradac hier nicht irgendwelche Penny-Stock-Zockereien oder dergleichen, ja, sondern kümmern uns um Märkte mit größter Liquidität. Also S&P, DAX, Euro, Bund. Das sind Märkte, wo wir jederzeit rein und rauskommen, wo wir nicht Gefahr laufen, selbst wenn wir ein positives Investment machen, eventuell nicht mehr rauszukommen. Das ist doch eine Horrorversion, wenn du in einem Wert investiert bist und der läuft in deine Richtung und du möchtest deine Gewinne mitnehmen, kannst dies aber aus irgendwelchen Gründen nicht. So, leider passiert das immer, immer wieder. Ich bin jetzt über 30 Jahre im Trading dabei und deswegen kann ich nur sagen, konzentriert euch auf Werte, die Liquidität haben, wo auch der Fluss der Liquidität sichergestellt ist. So, kommen wir aber zurück zu den Märkten. Also, heute nochmal Optionsverfalltermin, kann es nochmal ein bisschen ruckeln hin und her. Die Linien haben wir im Blick und wie gesagt, wir versuchen immer noch Sell the Rally zu machen. Das ist immer noch unsere bevorzugte Strategie. Wenn wir uns den DAX anschauen, auch heute Morgen schon mal schwach in der Eröffnung, schon mal ein bisschen runtergekommen, haben wir alles schon gesehen. Aber auch hier sehen wir eine mega Unterstützung bei 13.400, nicht zu unterschätzen. Kommt aus diesen Tops, ja, und hat den Markt auch erstmal gehalten. Gestern gab es also die Rückbewegung. Heute Morgen nochmal Schwäche und es gilt gleiche Story. Wir haben die Chance für Bullen wie für Bären hier als Sieger rauszugehen und die Seite, die gewinnt, die wird extrem rewarded. Für uns ist das nicht, wir müssen uns nicht die Entscheidung machen, wir gehen auch hier wieder einfach, wie verhalten sich Hochs und Tiefs. Und im Moment ist es noch so, dass wir hier auf einer klaren Short-Sequenz sind und da würde selbst eine Rallye bis hierhin, nochmal heute, nichts ändern, weil wir noch keine Aufwärtssequenz haben. Erst ein Überschreiten oder Unterbrechung der Tops, die wir hier oben haben, und erst ein neues Top würde sozusagen das ganze bärische Szenario außer Kraft setzen. Deshalb, auch hier gilt für uns, Short Setup ist da. So, wo können wir jetzt entsprechend heute am Markt agieren? Gibt natürlich Momentum Plays, da geht man einfach in die Bewegung rein. Dann gibt es die Möglichkeit hier in diesem Bereich an diesen Tiefs hier zu agieren. Dann gibt es natürlich diesen Bereich hier an diesen Tiefs hier zu agieren. Und dann, ich habe es hier oben schon eingezeichnet, nochmal hier. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie wird die Gegenbewegung aussehen, wie wird die Bewegung sich insgesamt von der Gestalt machen. Es gibt da kein richtig und kein falsch, wenn der eine meint, naja, das Level oder das ist richtig, das wird sich im Nachhinein immer erst zeigen, sondern es gibt hier nur Aggressivität und Defensiv. Das Level 1 ist das aggressive Level. Ja, nur aggressiver wäre sozusagen noch ein Momentum-Play, dass man in die fallende Bewegung zum Beispiel hineingeht oder in Ausbrüche hineingeht. Ansonsten, wenn wir sequenzmäßig handeln, ist das das aggressive Level, das etwas Medium-Level und hier 3 ist das defensive Level. Sind aber alles 3 Top-Level. So, wenn du jetzt aggressiv tradest, dann tradest du ja auch mehr. Das heißt, du wirst ausgestoppt, wenn der Markt Level 2 oder Level 3 erreicht, hast aber hier die Chancen für Re-Entry. Wenn du eher der defensive Trader bist, wartest du vielleicht geduldig. Der Markt kommt hier hin, hast einen Top-Einstieg, hast aber auch das Pech, eventuell, wenn entsprechend der Markt gar nicht dahin kommt, dass du zu defensiv für die Bewegung warst. Das sind immer Entscheidungen, die der Trader für sich treffen muss. Das heißt, wo er eine Abwägung treffen muss, wie aggressiv, wie defensiv möchte ich denn das Ganze umsetzen? Passt das zu meinem Handelsstil? Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel.
Wenn du aggressiv tradest, dann musst du damit rechnen, dass du 3-4 Mal ausgestoppt wirst, bevor du einen richtig guten Trade dann machen kannst. Wenn du damit umgehen kannst, dann ist das genau das Richtige für dich. Wenn du aber so oder so schon mit einer zittrigen Hand an der Maus sitzt und total nervös bist und nach 2 Verlusttrades sowieso nicht mehr auf den dritten drückst, ja, dann kann das aggressive Level nicht für dich das Richtige sein, selbst wenn der Markt da entsprechend dreht. Dann musst du auf die Gelegenheiten warten, wo der Markt eben an die Level 3 läuft hier. Und selbst da hast du ja keine Garantie, dass der Trade funktioniert. Er kann ja immer noch durchlaufen. Aber that's the way how we do it. Also wir entscheiden jeden Morgen für uns einmal natürlich, welche Trading-Persönlichkeit sind wir. Okay, ich mache generell aggressivere Trades, aber natürlich auch gibt der Markt das her, einen aggressiven Trading-Stil, bei der Wohler ja. So, das heißt, wir werden auch heute wieder einiges an Trades sehen im Live-Trading-Raum und werden da auch entsprechend wieder agieren. Ich rede hier natürlich von dem Future-Live-Trading-Raum. Im Take-Off-Live-Trading-Raum machen wir im Moment nur die BOR-Strategie. Sequenz-Strategie kommt später noch hinzu. Und sind so, was haben wir noch? Also Sequenz kommt später noch hinzu. Die anderen Strategien machen wir eben in den anderen Märkten. Also wir sehen im Moment richtig Bewegung drin. Das ist aus Trading-Gesichtspunkten sicherlich spannend. Und da versuchen wir eben jetzt hier auch weiter zu handeln und zu agieren. So, was ist dann mit Bund und Euro? Steht ja auch noch auf unserer Liste. Gucken wir uns gerade an. 6E. Ja, gucken wir. Wir sehen den Euro, der schiebt sich im Moment. Nicht wirklich viel Bewegung. Neue Daily Lows würden wahrscheinlich eine Fortsetzung dieser Abwärtssequenz, die immer noch intakt ist, bilden. Aufwärts gerichtet ist der Markt im Moment nicht. Im günstigsten Fall spricht vieles jetzt hier dahin, dass wir hier einfach nur so eine B-Welle sehen. Das heißt, dass wir sowas sehen, wovor wir dann hier nochmal ein weiteres Bein der Korrektur sehen. Aber wie gesagt, im Moment, das ist der dominierende Trend, der ist intakt. Hier haben wir nur eine kleine ABC-Gegenbewegung. Und hier sehen wir jetzt im Moment, wissen wir noch nicht, unmittelbare Fortsetzung oder hier. Wir sehen optisch auch alleine schon, wir sind hier in dieser Range. Ich nehme die Finger da raus. Wir machen nur Breakout Open Range, sonst machen wir da nichts. Wie sieht es aus im Bund? Der FGBL ist ein Spiegelbild für den anderen Markt. Also wenn wir sehen, dass die Kurse steigen, kommt der Bund runter, so auch gestern. Wenn die Kurse fallen, geht der Bund hoch. Wo der Bund letztendlich landen wird, hängt im Moment hochgradig vom Aktienmarkt ab und nicht selber vom Bund. Ja, selber hat der Bund nämlich im Moment, sagen wir mal, relativ wenig trendiges Verhalten. Also klar, wir haben hier diese Abwärtssequenz. Ja, wir haben auch noch keine Aufwärtssequenz. Aber wir sind eben hier, kann man auch gut sehen, ähnlich wie beim Euro, in einer Seitwärtsrange drin. Und jetzt gucken wir mal hier, diese Unterstützung hier ist eventuell nochmal eine Möglichkeit, dass der Markt hier nach oben durchziehen kann. Aber es ist mir alles zu seitwärts, um da was zu machen. Das heißt, Aktionspunkte sehen wir erst hier oben über diesen Tops. Aktionspunkte sehen wir hier unten an den Tees. Und an dahin versuchen wir relativ wenig zu machen und easy going. Soweit erstmal die Analyse für heute. Und wie gesagt, es gibt den, Kampf zwischen Bullen und Bären. Der Gewinner wird eine weit große Bewegung machen. Im Moment sind bei uns die Zeichen so ein bisschen eher auf bärisch noch gesetzt. Das heißt, da wollen wir mal schauen, wie das Ganze sich präsentiert in den nächsten Stunden. Aber wir sind da offen. Also wenn wir vom Markt andere Signale bekommen, sind wir natürlich auch offen, die zu handeln. Wir handeln hier nicht eine Meinung, wir handeln hier wirklich unsere Setups. Wünsche euch einen guten Trainingtag. Bis dann, bye bye, euer Bär.